326. Lößnitzer Weihnachtsmarkt. Traditionell am dritten Adventswochenende und 2013 beim MDR Weihnachtsmarkttest auf Platz 1 gewählt. Der Prolog Engel und Bergmann, der große Bergaufzug mit Bergzeremoniell und viele andere Highlights machen den Lößnitzer Weihnachtsmarkt zum einzigartigen Erlebnis. Und Sie können dabei sein. RTV Kompakt stellt am Montag vor: Stell dich ein auf dem Thalheimer Weihnachtsmarkt, Stellplatz, trockenes Parken in Annaberg und Stellvertreter, die Schwibbogenwelt in Stolberg. Glück auf, Erzgebirge! Ich begrüße Sie zu einer neuen Woche mit RTV. Ob man will oder nicht, an Wintersport kommt man seit einigen Tagen nicht mehr vorbei. Es ist wieder Leben in den Loipen und auf den Skihängen. Es wird wieder von den Schanzen gesprungen, mit Skiern an den Füßen geschossen und im Eiskanal nach Bestzeiten gejagt. Und das aus deutscher Sicht erfolgreich. Das trifft in der nordischen Kombination auf Erik Frenzel zu. Vor wenigen Tagen noch Gast in unserer 100. Sendung Treffpunkt Kulinarisch war der Olympiasieger aus dem Erzgebirge in Lillehammer in allen Wettkämpfen nicht zu schlagen. Im letzten Einzelwettkampf wurde darüber hinaus der Johann-Georgenstädter Björn Kircheisen noch Zweiter. Herzlichen Glückwunsch den beiden. Neben dem Wintersport sind derzeit auch die Weihnachtsmärkte ein Thema. Am ersten Adventswochenende wurden zum Beispiel auf dem Oelsnitzer insgesamt annähernd 10.000 gut gelaunte Gäste gezählt. Dies sei Ansporn für die Organisatoren, bereits jetzt mit den Vorbereitungen fürs kommende Jahr zu beginnen. Dann soll es außer dem großen Weihnachtsmarkt am ersten Advent auch einen kleinen Wintermarkt zwischen den Feiertagen auf dem Gelände der Landesgartenschau geben. Zu den Weihnachtsmärkten, die am zweiten Adventswochenende eingeladen hatten, gehörte der in Thalheim. Gerald Nözel hat sich für uns auf die Socken gemacht. Alle Jahre wieder hält der Weihnachtsmarkt Thalheim am zweiten Adventswochenende im und ums Rathaus zahlreiche Höhepunkte für Jung und Alt bereit. Eine alte erzgebirgische Handwerkskunst ist das Klöppeln. In Thalheim konnten die Besucher den Klöpplerinnen über die Schulter schauen und Klöppelerzeugnisse in einer kleinen, aber repräsentativen Ausstellung bewundern. Um den Weihnachtsbaum versammelt, warteten Puppen und Bären auf die nahende Bescherung. Alte Puppenstuben, die einst von Spielzeugmachern aus dem Weihnachtsland Erzgebirge hergestellt wurden, sind heute vielerorts zu beliebten Sammlerstücken geworden. So auch in Thalheim. Elfi Loper und Martina Seim, zwei Sammlerinnen aus Leidenschaft, hatten eine kleine Auswahl ihrer Lieblingsstücke mitgebracht, um sie den Besuchern des Thalheimer Weihnachtsmarktes zu präsentieren. Und was wäre ein Weihnachtsmarkt ohne Schwibbögen? Einer dieser Lichterbögen, aus Glas, fällt den Besuchern besonders ins Auge, trägt er doch neben Schnitzer und Klöpplerin auch das Wappen der Stadt Thalheim in sich, die drei Tannen. Dieser Lichterbogen wird im Tagesverlauf noch einmal eine Rolle spielen. Zu Beginn des Unterhaltungsprogramms begrüßte Sylvia Schlicke, Mitarbeiterin der Pressestelle in Thalheim, alle anwesenden Gäste. Sie verkündete auch schon den ersten Programmhöhepunkt des Tages. Mit einem Weihnachtstanz traten die Kinder der Grundschule vor das Publikum. Bevor dann das Highlight des Tages in den Vordergrund rücken sollte, begrüßte der Bürgermeister der Stadt Thalheim, Nico Dittmann, alle anwesenden Besucher und Gäste und bedankte sich für die Organisation und das Gelingen des Festes. Und dann war er wieder da, der Lichterbogen aus Glas mit den drei Tannen. Diesen Lichterbogen übergab Zimmerermeister Uwe Gräbner an den Bürgermeister, auf dass der Lichterträger einen würdigen Platz im Rathaus von Thalheim einnehmen wird. Der Höhepunkt ist und bleibt der Stollenanschnitt. Der lockte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher auf das Festgelände hinter dem Rathaus. Der 8 Kilogramm schwere Rosinenstollen wurde von der Konditorei Hübler gesponsert.
Bei der Nachfrage zum Stollenrezept gab es neben den bekannt gegebenen Zutaten keine weiteren Infos über die geheimen Backzutaten. Das ist und bleibt Betriebsgeheimnis. Für die Verteilung des Stollens sorgten der Bürgermeister und Peter Bamme in der Gestalt des Quersack-Max, dem Maskottchen der Stadt Thalheim. Einen weiteren Auftritt gab es dann noch einmal für die Schüler der Grundschule. Mit Liedern wie dem Steigerlied und der Weihnachtsbäckerei erfreuten sie nicht nur ihre Eltern, Omas und Opas. Rund ums Rathaus sorgten sich viele Händler um die Besucher. Ein heißer Tee oder ein Glühwein gehörten ebenso zum Angebot wie eine deftige Mahlzeit. Bevor der Stadtchor den Platz auf der Bühne einnahm und Weihnachtslieder zum Besten gab, war noch einmal die Gelegenheit für eine Fahrt im Karussell. Bei den Schnitzern um Jens Fischer konnte man zusehen, wie ein Holzrohling Gestalt annahm und zu einer ansehnlichen Figur wurde. Der Auftritt des Stadtchores Thalheim unter Leitung von Uta Loth stellte noch einmal einen Höhepunkt des Tages dar. Bekannte Weihnachtslieder animierten die Besucher zum Mitsingen und gaben dem zweiten Adventswochenende eine feierliche Vorfreude auf das kommende Weihnachtsfest. Zu den Meldungen in kompakter Form am Montag. In Sachsen engagieren sich 40% aller Sachsen über 14 Jahren ehrenamtlich. Gemeinsam mit dem Präsidenten des Sächsischen Landtages Dr. Matthias Rösler zeichnete Sozialministerin Barbara Klepsch im Sächsischen Landtag fast 60 Bürger aus dem gesamten Freistaat aus. Sie wurden für die Ehrung von den Landkreisen, Wohlfahrtsverbänden und Kirchen vorgeschlagen. Klepsch würdigte den freiwilligen Einsatz der Ehrenamtlichen als Bereicherung für die Gesellschaft. Unter den Geehrten waren auch Erzgebirge wie Eckhard Rehnert. Eckhard Rehnert ist Gründungsmitglied im evangelischen Schulverein Leukersdorf sowie als Kirchenvorstand im Bauausschuss der Kirchgemeinde und als Ortschronist tätig. Auch Lilly Vizedom aus Schwarzenberg wurde ausgezeichnet. Sie organisiert als Vorsitzende des Vereins Kunstfreunde Schwarzenberg Konzerte, Kunstpräsentationen und Versteigerungen für soziale Zwecke. Vertreter der Städte Annaberg-Buchholz, Aue, Marienberg, Oelsnitz, Schwarzenberg, Stolberg und Schopau haben sich am Montag in Schwarzenberg zu einem neuerlichen Erfahrungs- und Ideenaustausch im Rahmen des Begleitforschungsprojektes Lust auf Innenstadt getroffen. Ziel des Projektes ist es, zur Stärkung der Innenstädte Best-Praxis-Beispiele zu schaffen, die den nachhaltigen Einsatz der städtebaulichen Fördermittel zielgerichtet unterstützen. Ins Blickfeld wurden in Schwarzenberg unter anderem die Freizeitinsel, die Hauptwache und der Bahnhof Nummer 4 gerückt. Dass sich in der Annaberger Innenstadt das allgemeine Parkproblem im Dezember bedingt durch die historische Bebauung und die steigende Zahl an Touristen noch verschärft, ist kein Geheimnis. Vor diesem Hintergrund wurde die Möglichkeit geschaffen, Fahrzeuge kostengünstig und trocken über Nacht zu parken. In den Parkhäusern Altstadt 1, genannt Gerisch Ruh, können Fahrzeuge ab 18 Uhr bis 8 Uhr des Folgetages für nur 50 Cent eingestellt werden. Im Parkhaus Altstadt 2 auf der Scheibnerstraße und in der Tiefgarage Markt kann in zentraler Lage von 18 bis 8 Uhr für 1 Euro geparkt werden. Zu beachten ist lediglich, dass ins Parkhaus Altstadt 2 nur bis 22 Uhr eingefahren werden kann. Die Ausfahrt ist jederzeit möglich. In einer knappen Woche wird zum 15. Mal ein Stolberger Schwibbogenkönig gekrönt und der Schwibbogenprinz gekürt.
Noch bis zum 9. Dezember können die Besucher von Deutschlands größter Schwibbogenausstellung für ihren Favoriten abstimmen. Jeder Besucher erhält dazu eine Teilnahmekarte, die nach dem Besuch ausgefüllt in kleine Wahlurnen eingelegt werden kann. Alle, die sich daran beteiligen, können wieder schöne Preise gewinnen, die zur Krönung des Schwibbogenkönigs am 11. Dezember um 11 Uhr in der Jakobikirche mit ausgelost werden. Geöffnet ist die Schau der Lichterbogen in dieser Woche bis Freitag noch täglich zwischen 14 und 19 Uhr und auch am Sonntag noch bis zur Krönung. Am Samstag ist wegen des Weihnachtsoratoriums geschlossen. Zum Polizeireport. In Annaberg-Buchholz in Stolberg musste die Feuerwehr am Samstagabend zu Bränden ausrücken. In der Kreisstadt brannte es in einem Mehrfamilienhaus mit 8 Wohnungen auf der Lindenstraße. Die Bewohner des Hauses mussten während des Feuerwehreinsatzes zumindest zeitweise das Gebäude verlassen. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden schätzt man auf rund 5.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Topf auf dem Herd den Brand ausgelöst haben. In Stolberg brannte ein Bretterverschlag eines leerstehenden Gebäudes. Derzeit gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Gleich 2 schwere Verkehrsunfälle ereigneten sich am Samstagabend auf der B283. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 68-jähriger Mitsubishi-Fahrer aus Richtung Bockau kommend in Richtung Aue. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinauf, kippte wieder auf die Fahrbahn und kam auf dem Dach zum Liegen. Hierbei wurde der Fahrzeugführer und seine Beifahrerin leicht verletzt. Der PKW musste abgeschleppt werden. Etwa eine Stunde später geriet ein 60-Jähriger mit seinem PKW Skoda kurz vor dem Ortseingang Schönheide aufgrund glatter Fahrbahnverhältnisse in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem entgegenkommenden PKW Skoda einer 27-Jährigen zusammen. In Aue hinterließen Einbrecher mehrere tausend Euro Sachschaden in einem Firmengebäude in der Bahnhofstraße. Um in das Gebäude zu gelangen, hatten die unbekannten Täter die Scheibe der Haustür eingeworfen. Im Inneren brach man dann einen Getränkeautomaten auf, öffnete gewaltsam eine weitere Tür und beschädigte Möbel. Gestohlen wurde nach erstem Überblick nichts. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Da die Oberschule Bergstadt Schneeberg seit Jahren zu den besten Schulen Sachsens beim Ablegen des Sportabzeichens gehört, stand vor kurzem wieder ein Tag ganz im Zeichen des Sports. Alle Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 haben Sportarten absolviert, die man für den Erwerb des Sportabzeichens benötigt. Durch die Überprüfung aller Sportabzeichendisziplinen hat jeder Schüler die Chance, zumindest das Sportabzeichen in Bronze überreicht zu bekommen. Der EHV Aue hat das erste Spiel nach Beurlaubung von Trainer Mike Hanschke unter Interimscoach Stefan Swart gewonnen. In einer packenden Partie behielten die Erzgebirge am Sonntagabend beim HC Empor Rostock mit 30:28 die Oberhand. Erfolgreichster Werfer auf Seiten der Auer war der ehemalige Rostocker Mike Pechstein mit 11 Treffern. Am kommenden Sonnabend wird dann wieder in der Lößnitzer Erzgebirgshalle gespielt. Ab 17 Uhr steht der EHV Aue dann der TSG Friesenheim gegenüber. In Sachsen hat die neue Skisaison begonnen. Die Lifte drehen sich wieder. So hat auch das Skigebiet in Eibenstock am 3. Dezember offiziell die neue Skisaison eröffnet. Infos gibt es unter www.skiarena-eibenstock.de. Sachsens größtes Alpin-Skigebiet ist das am Fichtelberg. Infos dazu ebenfalls im Internet unter www.fichtelberg-ski.de. Stammzuschauer wissen es. Jeden Tag soll ein pfiffiger Ticker zu Beginn Lust auf die Sendung machen. Heute hieß es da, stell dich ein auf dem Thalheimer Weihnachtsmarkt, Stellplatz, trockenes Parken in Annaberg und Stellvertreter, die Schwibbogenwelt in Stolberg. Es hätte in dieser Reihenfolge noch eine vierte Zeile geben können, nämlich Stellenbörse, Praktikumsplätze im Internet. Und darum geht es jetzt. Das Jugendportal der IHK Chemnitz karriere-rockt.de informiert rund um das Thema Ausbildung und Beruf.
Zu aktuellen Ausbildungsmöglichkeiten in der Region steht seit längerem den angehenden Azubis bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz die Lehrstellenbörse der IHK Chemnitz im Internet unter www.karriere-rockt.de/lehrstellenbörse-switch zur Verfügung. Hier gibt es eine Übersicht und Informationen über alle Branchen und Ausbildungsberufe, die Anforderungen und Kontaktdaten der jeweiligen Ausbildungsbetriebe, die zuständigen Berufsschulen sowie Praktikumsangebote der Firmen. Aktuell findet man über 1500 Ausbildungsplatzangebote in über 100 Berufen von Unternehmen aus den Regionen der IHK Chemnitz. Neu ist nun ein Portal, das es zusätzlich zur Ausbildungsbörse gibt und sich ausschließlich auf Schüler- und Schnupperpraktika konzentriert. Die neue Praktikumsbörse ist unter www.karriere-rockt.de/praktikumsbörse zu finden. Unterstützt werden die zahlreichen Infos durch Filme zu Ausbildungsberufen und Berufsbranchen. Sie sollen den Jugendlichen helfen, Interesse für die eine oder andere Branche zu entdecken. Unsere Veranstaltungstipps beginnen in Geyer. Die Tradition des Hutzens ist und bleibt im Leben eines jeden Erzgebirgers fest verankert. Ganz im Sinne dieses Brauchtums möchte Lutz Röckert anbieten, über den Dächern der Stadt Geyer einmal kurz Auszeit vom oft hektischen vorweihnachtlichen Treiben zu nehmen und zu einem gemütlichen, gemeinsamen Hutzenabend bei Glühweinduft und Kerzenschein in die Türmerstube des Wachturms Geyer einladen. Als musikalischer Gastgeber möchte er seine Gäste am 6. sowie 14. Dezember jeweils 19 Uhr mit weihnachtlichen Melodien zum Zuhören, Mitsingen und Mitschunkeln auf Weihnachten einstimmen. Bestellungen werden bei einem persönlichen Turmbesuch oder unter folgenden Kontaktdaten entgegengenommen. Telefon 037 346 1244, E-Mail turmmuseum-geier@web.de. Gleich zwei Veranstaltungen laden im Rahmen des Schwarzenberger Weihnachtsmarktes in die Stadtbibliothek ein. Warum gibt es den Nikolaus? Welche Geschichte verbirgt sich dahinter? Im Vortrag, als Nikolaus noch Bischof von Myra war, beantwortet Stadtführer Joachim Urban diese Fragen und beleuchtet die Geschichte des Nikolauses. Anschließend lädt er seine Gäste zu einer Führung über den Weihnachtsmarkt ein. Beginn ist am Dienstag um 17 Uhr in der Stadtbibliothek. Einen gemütlichen Abend mit erzgebirgischen Liedern und Geschichten verspricht die traditionelle Türmerweihnacht. Der Schwarzenberger Türmer Gerd Schlesinger und das Team der Stadtbibliothek laden am Donnerstag ab 19 Uhr zu dieser Veranstaltung ein. Um Reservierung wird gebeten. Die entsprechenden Kontaktdaten sehen Sie eingeblendet. Am 9. Dezember zwischen 13 und 17 Uhr besteht erneut die Möglichkeit, über Sorgen und Probleme mit dem Landtagsabgeordneten Alexander Kraus zu sprechen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Zur optimalen Zeiteinteilung der Bürgersprechstunde wird um Terminvereinbarung unter 03774 869 394 gebeten. Das Bürgerbüro befindet sich in der oberen Schlossstraße 11 in Schwarzenberg. Und das war die Sendung vom 5. Dezember. Ich will natürlich nicht vergessen, auch heute hat sich ein Türchen am ErzTV Adventskalender geöffnet. Zu gewinnen gibt es Freikarten für die Ringkinos in Schwarzenberg. Wer mitmachen will, kann das bei facebook.com/ErzTV tun. Man sollte aber mindestens 16 Jahre alt sein. Mitarbeiter der Kabeljournal GmbH sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Für die Sendung morgen darf ich vorab schon jede Menge weihnachtliches Treiben ankündigen. Das zweite Adventswochenende ist bei uns noch längst nicht aufgearbeitet. Also schauen Sie wieder rein. Ich würde mich freuen. Bis dahin sage ich Glück auf. Ihr Carsten Blechschmidt. Hansa-Armaturen, die neue Kompetenz bei elektronischen Armaturen für das private Bad.
Mit berührungsloser Bedienung und Short-Distance-Infrarotsensoren zur Temperaturregelung oder zum Aktivieren des Wasserflusses, sogar mit stimmungsvoller Beleuchtung. Design und Komfort für gehobene Ansprüche, individuell, elegant und als zeitloser Klassiker. Die innovativen Waschtischgarnituren von Hansa verwöhnen mit maximalem Komfort, immer genau mit der gewünschten Temperatur und Menge. Armaturen berührungslos, komfortabel, hygienisch und sicher. Mit flexiblen Einbaumöglichkeiten, wartungsarm am Stromnetz oder mit Batterie für unkompliziertes Umrüsten. Alles auch mit umfangreicher Zusatzausstattung wie der Tiptronic Flex-Taste, der Fernbedienung am Waschtisch. Flexibel und frei positionierbar, auch fürs Duschsystem. Hansa, flexible und komfortable Systeme sind auch für die Küche. Armaturen als Multitalent voller Ideen. Wasserfluss, manuell, mit ergonomisch geformtem Hebel oder berührungslos, mit voreingestellter Temperatur. Dazu Sicherheit per Fingertipp, ein funkgesteuertes Magnetabsperrventil für den Geschirrspüler oder die Waschmaschine. Hansa. Wasser erleben. Jetzt bei Ihrem Profi, Bad- und Heizung Schreiber, Flockenstraße 69C in Oelsnitz. Weihnachten naht und bei Exklusive Mode Angela Oeser finden Sie passende Geschenke. Für Sie, für ihn und für sich selbst. Mit Le Comté haben Sie Konfektionen und Strick für die Damen zur Auswahl. Shorts und Strick verspricht die Marke Rui. Und wenn's schon Richtung der nächsten Sommermode gehen soll, Camel Active hat schon einzelne Teile der Sommerkollektion 2017 für Sie. Das alles bei Exklusive Mode Angela Oeser im Paletti Park Lugau. Am 4. Adventswochenende sind Sie ganz herzlich eingeladen zu Glühwein und Speckfettbämmen vor den Geschäften Fashion for Kids und Exklusive Mode Angela Oeser. Wir wünschen frohe Weihnachten.